Hi. In dieser Session geht es weiter mit dem Kompressor. Wir werden verschiedene Bauformen des Kompressors kennenlernen, ein paar weitere Parameter besprechen und ein paar Signale komprimieren. Außerdem besprechen wir, was man unter Multiband-Kompression und Multini-Kompression versteht. Welche Typen von Kompressoren gibt es? Wir haben bisher so getan, als ob alle Kompressoren mit VCAs arbeiten. Das ist nicht so. Es gibt auch Kompressoren, die andere Bauteile verwenden. Die Funktionsweise und die Parameter bleiben jedoch grundlegend bei allen Varianten die gleichen. VCA-Kompressoren sind in der analogen Tontechnik die am weitesten verbreitete Variante. Solche Kompressoren klingen sehr neutral und reagieren schnell und sind dabei relativ rauscharm. Röhrenkompressoren sind vom Klang her nicht so neutral wie VCAs, sondern erzeugen einen gewissen Eigenklang. Es entstehen harmonische Obertöne, die dem Klang eine gewisse Wärme und Eigenständigkeit verleihen. Der Nachteil von Röhrenkompressoren ist, dass sie meist eher stärker rauschen. Außerdem erzeugen Röhrenkompressoren je nach Temperatur, Lust und Laune immer etwas andere Ergebnisse. Um Röhrenkompressoren rauschärmer zu gestalten, werden heute auch oft hybride Technologien eingesetzt. Diese sind eine Kombination aus Röhrentechnologie und Transistortechnologie. Die Bandbreite reicht hier von sehr aufwendigen und teuren Schaltungen, die das Ziel haben, die Vorteile beider Systeme optimal zu verbinden, bis hin zu normalen VCA-Kompressoren mit nachgeschaltetem Röhrenverzerrer. Sogenannte optische Kompressoren oder Optokompressoren arbeiten mit einem optischen Pegeldetektor. Das sieht stark vereinfacht so aus. Das Audiosignal wird im Regelweg in Licht gewandelt. Das Licht wiederum wird genutzt, um einen Fotowiderstand, also einen lichtabhängigen Widerstand, zu verändern. Dadurch entsteht ein besonderes Regelverhalten. Grundsätzlich sind diese Kompressoren recht langsam, erzeugen aber doch einen sehr satten, recht verzerrungsarmen Sound. Die Kennlinie eines Optokompressors ist sehr weich und sieht in etwa so aus. Sie hat ein zweites Ni, das heißt, ab einem bestimmten Input kann der Kompressor das Signal nicht mehr wie gewünscht reduzieren. Zum Beispiel, wenn der Threshold um mehr als 20 dB überschritten wird, lässt der Kompressor das Signal wieder 1:1 durch. Optische Kompressoren eignen sich unter anderem sehr gut für Sprache, Gesang oder Flächensounds. Alle bisher genannten Bauformen sind analog. Digital lassen sich alle Bauformen simulieren. Die Qualität kann dabei recht unterschiedlich ausfallen, je nach Algorithmus. Unter Algorithmus versteht man immer eine Sammlung an Rechenvorschriften, die der Programmierer einem digitalen Gerät oder einer Software einverleibt. Grundsätzlich lassen sich heute mit digitaler Technologie schnellere, klangneutralere und rauschärmere Kompressoren realisieren als analog. Gewisse analoge Unsauberheiten wie Röhrenverzerrungen, die aber als wohlklingend wahrgenommen werden, lassen sich auch durch aufwendige Programmierungen simulieren. Der Kompressor von Apple Logic Pro. Für die nachfolgenden praktischen Beispiele werden wir ein Plugin verwenden, und zwar den Standardkompressor von Apple Logic Pro. Schauen wir uns diesen Kompressor kurz an. Hier oben im dunklen Bereich haben wir ein paar allgemeine Einstellungen, die jedes Plugin in Logic hat. Diese werden wir nicht jetzt besprechen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Im dunklen Bereich interessiert uns nur der Bypass-Schalter hier oben. Und dieses Auswahlmenü hier, neben dem Sidechain steht. Dieses Menü entspricht dem Key-Input bzw. Sidechain-Input von Hardware-Kompressoren. Anstatt der Buchse, in die wir bei der Hardware ein Kabel stecken, haben wir hier das Menü und können verschiedene Spuren auswählen. Hier im helleren blauen Bereich befindet sich der eigentliche Kompressor. Hier können wir einen Algorithmus auswählen. Jeder Algorithmus steht für eine bestimmte Kompressorbauform. Das Sidechain Detection brauchen wir zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht zu verstehen. Hier haben wir das Gain Reduction Meter. Hier haben wir die bekannten Zeitparameter Attack und Release. Hier kann man den Parameter Release auf Auto schalten. Die Attack wird in diesem Fall noch manuell geregelt. Meistens ist es grafisch ersichtlich, ob der Autoschalter nur die Release automatisch regelt oder auch die Attack. In diesem Display sieht man die Kennlinie des Kompressors. Da hier gerade eine sehr geringe Ratio eingestellt ist, ist die Kennlinie nur leicht geknickt. Hier haben wir das Ni. Es ist stufenlos zwischen hart und weich einstellbar. Hier haben wir den Threshold und den Output Gain. Der Output Gain wird einfach nur als Gain bezeichnet. Mit diesen Buttons kann man zwischen RMS und Peak auswählen. Und hier gibt es einen Auto-Gain, der das Signal am Ausgang automatisch anheben soll. Dies funktioniert aber nicht zufriedenstellend. Ganz rechts haben wir noch einen Limiter. Was ein Limiter genau ist, lernen wir in der nächsten Session. Vorerst brauchen wir ihn nicht. Beispiel: Gesang komprimieren. Okay, gehen wir nun endlich in die Praxis.
Komprimieren wir einmal die uns bereits bekannte Gesangsstimme. So klingt die Stimme unkomprimiert. It's gonna be a fine day. A fine day. Wie wir sehen, gehen die Spitzen bis minus 0,7 dB. Da der Kompressor keinen Output-Meter hat, verwende ich ein eigenes Meter-Plugin. Dieses Plugin zeigt einfach den Peak-Level an. Den höchsten Wert merkt sich das Plugin und schreibt ihn als Zahl an. Diese Funktion gibt es bei fast jedem Meter. Sie wird als Peak-Hold-Funktion bezeichnet. Klickt man einmal auf die Zahl, so wird der Wert zurückgesetzt. Schalten wir den Kompressor ein und resetten ihn. Ratio auf 1:1, Threshold ganz nach oben. Für Attack und Release ungefähre Standardwerte, zum Beispiel 5 Millisekunden und 200 Millisekunden. Und den Output-Gain auf 0. Nun wählen wir den grundsätzlichen Kompressortyp aus. Probieren wir es mal mit einem optischen Kompressor. Sagen wir, wir wollen eine Ratio von 4:1 und ein eher weiches Knee. Nun drücken wir auf Play und stellen den Threshold ein. It's gonna be a fine day. A fine day. Ich habe nun in etwa 8 dB Gain Reduction. Nun sind die Zeitparameter dran. Die Attack sollte so kurz wie möglich sein. It's gonna be a fine Bei 0 sind jetzt schon leichte Verzerrungen hörbar und die Stimme klingt dumpf und komisch. 4,5 Millisekunden klingen schon besser. Die Release sollte man so einstellen, dass es nicht pumpt. It's gonna be a fine day. A fine day. Ich denke, so ist es gut. Wenn wir nun das Gain Reduction Meter ansehen, sehen wir, dass durch die Zeitparameter die Gain Reduction geringer geworden ist. It's gonna be a fine day. Also ziehen wir den Threshold nach, um wieder die 8 dB zu erhalten. It's gonna be a fine day. A fine day. Gut, vergleichen wir nun einmal mit der Bypass-Taste, was der Kompressor im Moment macht. It's gonna be a fine day. It's gonna be a fine day. Wir sind leiser geworden. Kein Wunder, der Output-Gain steht noch auf 0. Stellen wir ihn richtig ein, sodass die Spitzen wieder 0,7 anzeigen. Die Spitzen sind derzeit bei minus 9,1 dB. Dann müssen wir theoretisch um 8,4 dB anheben. Das Plugin rundet den Wert auf 8,5 auf. Schauen wir, ob unsere Rechnung stimmt. It's gonna be a fine day. A fine day. Passt. Die Spitzen gehen nun bis minus 0,6. Machen wir nun den Lautstärkenvergleich. So klingt's ohne Kompressor. It's gonna be a fine day. Und so mit. It's gonna be a fine day. Die Stimme ist um einiges lauter und druckvoller geworden, obwohl der Spitzenpegel nur um 0,1 dB angestiegen ist. Wie wir hören, ist auch der Kopfhörermix, den wir im Hintergrund hören, lauter geworden. Das ist normal. Alles, was leise ist, wird durch den Kompressor lauter. Rauschen, Surren, Hallfahnen, ein leiser Kopfhörermix, alles leise eben. Stellen wir spaßeshalber den Output-Gain so ein, dass die Stimme subjektiv ungefähr gleich laut klingt. It's gonna be a fine day. It's gonna be a fine day. It's gonna be a fine day. Die Klangfarbe scheint sich nicht dramatisch verändert zu haben. Dies kann man besser beurteilen, wenn man die Signale als gleich laut empfindet. Okay, Gain zurück auf 8,5. Wir haben unser Ziel erreicht. Die Stimme ist lauter und druckvoller geworden, ohne dass man den Kompressor hört. Man muss einen Kompressor natürlich nicht immer so wissenschaftlich einstellen, wie wir das gerade gemacht haben. Die meiste Zeit stellt man ihn einfach nach Gefühl ein. Für das Verständnis war das aber eine gute Übung. Und wenn es wirklich um Feintuning geht, wird man auch oft so vorgehen, wie wir das eben gemacht haben. Was ist die Link-Funktion bei einem Kompressor? Beim Komprimieren eines Stereosignals ist wichtig, dass beide Kanäle vom Kompressor immer genau gleich geregelt werden.
Ist dies nicht der Fall, so wird das Stereobild laufend verzogen. Mal wird links runter geregelt und mal rechts. Um dieses Problem zu vermeiden, reicht es nicht, zwei Monokompressoren zu verwenden und diese genau gleich einzustellen. Denn nur weil sie gleich eingestellt sind, machen sie nicht immer das Gleiche. Es kommen schließlich links und rechts zwei unterschiedliche Signale an. Wenn man in einem analogen Mischpult ein Stereosignal bearbeiten will, hat man in der Praxis zwei Monokompressoren, die gemeinsam in einem Gehäuse sitzen. Beide haben alle Parameter und man kann sie unabhängig voneinander verwenden. Will man damit ein Stereosignal komprimieren, so betätigt man einen Schalter mit der Aufschrift Link. Das bedeutet so viel wie verknüpfen. Betätigt man diesen Schalter, so sind normalerweise nur mehr die Einstellungen des linken Kompressors für beide Kanäle ausschlaggebend. Dieses Blockschaltbild zeigt, was intern passiert. Oben ist der rechte Kanal und unten der linke. Die Regelwege der beiden Kanäle werden einfach zusammengemischt. Beide durchlaufen dieselbe Analyseeinheit. Und es wird eine Steuerspannung generiert, die beide Kanäle regelt. Auf diese Weise beeinflussen beide Kanäle, wie stark die Kompression ist, und es ist sichergestellt, dass beide Kanäle immer gleich geregelt werden. Es können keine Panoramaverschiebungen stattfinden. Die Link-Funktion gibt es für alle dynamikbearbeitenden Effekte. Nicht nur für Kompressoren, sondern auch für Expander und Gates. Diese Effekte werden wir nachfolgend noch kennenlernen. Man sollte bezüglich der Link-Funktion am besten im Manual des entsprechenden Gerätes nachlesen oder ausprobieren, welche Parameter genau gekoppelt sind. Je nach Hersteller kann es sein, dass nicht alle Parameter der linken und rechten Seite gekoppelt sind. Bei manchen Herstellern muss man trotz aktivierter Link-Funktion alle oder manche Parameter händisch gleich einstellen. Wenn man mit einem Hardware-Kompressor arbeitet, muss man für Stereosignale, wie gesagt, immer die Link-Funktion aktivieren und gegebenenfalls auch noch den ein oder anderen Parameter auf beiden Seiten gleich einstellen. Bei Plugins muss man sich normalerweise nicht um die Verlinkung kümmern. Hier geschieht dies automatisch, wenn man ein Stereo-Plugin öffnet. Zuletzt noch ein Tipp für Experten. Im Notfall kann man auch zwei getrennte Monokompressoren verwenden, eine Monosumme beide Signale in die Key-Inputs stecken und beide Kompressoren auf External Key stellen. So baut man sich selbst einen Stereo-Kompressor. Beispiel: Schlagzeug komprimieren. Wir wollen nun eine Schlagzeugaufnahme komprimieren. Es handelt sich um eine Stereoaufnahme. Das Plugin ist Stereo. Man muss nichts verlinken, sondern stellt es einfach wie ein Mono-Plugin ein. Ich habe bereits zwei Kompressoreinstellungen vorbereitet. So klingt die Spur unbearbeitet. So mit einem Kompressor mit einer Ratio von 4:1 und einer Gain Reduction von 6 dB an der lautesten Stelle. Klingt wesentlich lauter und druckvoller. Hören wir die Aufnahme noch einmal unbearbeitet an. So klingt die Aufnahme komprimiert mit einer Ratio von 20:1. Auch hier haben wir eine Gain Reduction von 6 dB. Wo liegt nun der Unterschied zwischen der Kompression mit 4:1 und 20:1? Ein und dieselbe Gain Reduction kann im Prinzip aus unterschiedlichen Kombinationen von Ratio und Threshold erzielt werden. Entweder man verwendet eine hohe Ratio und einen hohen Threshold oder eine geringe Ratio und einen tiefen Threshold. Bei der Variante mit hoher Ratio und hohem Threshold werden eher die Spitzen abgefangen, während der Rest des Signals unkomprimiert bleibt. Bei niedriger Ratio und tiefem Threshold werden auch tiefer liegende Dynamikstufen in die Kompression mit einbezogen. Und die Kompression ist weicher. Vergleichen wir noch einmal die Einstellungen. So klingt es unkomprimiert. So mit niedriger Ratio und tiefem Threshold, eine etwas weichere Kompression. Und so mit hoher Ratio und hohem Threshold. Hier werden eher die Spitzen abgefangen und es klingt etwas härter. Der Unterschied ist nicht riesig groß, aber doch zu hören. Hören wir uns dasselbe Beispiel noch einmal mit einer Gain Reduction von 10 Dezibel an. Dann hört man den Unterschied deutlicher. Unbearbeitet? Ratio von 4:1.
und Ratio von 20 zu 1. Ich finde, die hohe Ratio klingt für Drums besser. Das kickt irgendwie mehr. Beispiel: Tom-Tom komprimieren. Nachdem wir in den letzten beiden Beispielen eher die subjektive Lautstärke von Signalen mit dem Kompressor erhöht haben, wollen wir in diesem Beispiel eine Hüllkurve formen. Und zwar die einer Tom. Unbearbeitet klingt die Tom so. Ich habe hier bereits einen resetteten Kompressor. Auch habe ich mich schon für einen bestimmten Algorithmus entschieden. Welcher Algorithmus am besten klingt, muss man meistens einfach ausprobieren. Nun stelle ich eine Ratio von 4 zu 1 ein und ziehe den Threshold runter, bis wir etwa 10 dB Gain Reduction haben. Nun geht es an die Hüllkurvenformung mit den Zeitparametern. Wenn ich die Attack auf 0 Millisekunden stelle, klingt die Tom nicht mehr perkussiv. Wir haben den Anschlag, den der Drumstick erzeugt, total unterdrückt. Stellen wir nun eine längere Attack von etwa 30 Millisekunden ein. Bei dieser Einstellung ist der Anschlag voll da. Wenn wir die Attack nun auf etwa 10 Millisekunden stellen, geht der erste Teil des Anschlags noch ungehindert durch. Dann greift aber der Kompressor ein und regelt zurück. Die Attack ist kürzer und knackiger geworden. Stellen wir nun die Release so ein, dass das Nachklingen etwas gedämpft wird. Um zu vergleichen, was wir klanglich verändert haben, stellen wir den Output-Gain so ein, dass wir die Tom als ungefähr gleich laut empfinden, egal ob der Kompressor gebypassed ist oder nicht. Und nun der Vergleich. So klingt die Tom unbearbeitet und so bearbeitet. Die Tom klingt nicht mehr ganz so plump, sondern etwas perkussiver. Der Preis dafür ist, dass wir einen um etwa 4 Dezibel höheren Spitzenpegel für die gleiche Lautstärke brauchen. Beispiele: Sidechain Compression. Schauen wir uns ein paar Beispiele für eine Sidechain Compression an. Bei der Sidechain Compression steckt man in den Key Input oder Sidechain Input des Kompressors ein externes Signal, in dessen Abhängigkeit ein anderes Signal komprimiert werden soll. Im ersten Beispiel haben wir einen Sprecher und eine Musik. Wir wollen mit der Sidechain Kompression erreichen, dass immer wenn der Sprecher spricht, die Musik automatisch im Pegel reduziert wird. Das heißt, im Kanalzug der Musik steckt der Kompressor. Das Signal des Sprechers greifen wir zusätzlich ab und stecken es in den Key-Input des Kompressors. Genau das habe ich virtuell hier in Logic gemacht. Wie man das in Logic macht, lernen wir später noch. Zunächst geht es nur darum, wie man den Kompressor einstellt. So klingen die beiden Spuren, wenn ich den Kompressor bypasse. Wer ist der Mörder von Ariel Stiegler? Die beiden Kommissare Nora Engel und Frank Geißler ermitteln nun getrennt. Benutzen Sie Ihre Fernbedienung und schalten Sie zwischen den beiden Tonkanälen hin und her. Auf Tonkanal 1 hören Sie den Ton zur linken Bildschirmhälfte. Auf Kanal 2 den zur rechten. Seien Sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Finden Sie heraus, wer der Mörder ist und gewinnen Sie ein Mini-Cabrio. Die Musik ist unter der Sprache viel zu laut. Nun aktivieren wir den Kompressor. Ich stelle eine Ratio von etwa 2 zu 1 ein. Der Kompressor darf ruhig auf RMS reagieren, weil es ja um die durchschnittliche Lautstärke geht. Ich ziehe nun den Threshold so weit runter, dass das Gain Reduction Meter etwa 10 dB anzeigt, denn ich möchte, dass die Musik unter der Sprache etwa 10 dB leiser wird. Das hört sich dann so an. Wer ist der Mörder von Ariel Stiegler? Die beiden Kommissare Nora Engel und Frank Geißler ermitteln nun getrennt.
benutzen Sie Ihre Fernbedienung und schalten. Die Lautstärke unter der Sprache stimmt. Nur pumpt der Kompressor die Musik in kurzen Sprechpausen zu heftig hoch. Man hört ganz eindeutig die Regelbewegungen. Hier zum Beispiel. Hin und her. Auf Tonkanal 1 hören Sie den Ton zur linken Bildschirmhälfte. Auf Kanal 2 den zur rechten. Seien Sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Finden Sie heraus, wer der Mörder ist. Und das liegt an einer falschen Einstellung der Zeitparameter. Für eine solche Anwendung brauchen wir sehr langsame Regelbewegungen. Ich stelle die Attack mal auf die maximal möglichen 200 Millisekunden und die Release auf 1,5 Sekunden. Wer ist der Mörder von Ariel Stiegler? Die beiden Kommissare Nora Engel und Frank Geißler ermitteln nun getrennt. Benutzen Sie Ihre Fernbedienung und schalten Sie zwischen den beiden Tonkanälen hin und her. Auf Tonkanal 1 hören Sie den Ton zur linken Bildschirmhälfte. Auf Kanal 2 den zur rechten. Seien Sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Finden Sie heraus, wer der Mörder ist und gewinnen Sie ein Mini-Cabrio. So, nun klingt das Ganze schon besser. Wobei, eine noch längere Attack-Phase würde auch nicht schaden. Was wir hier gemacht haben, wird von vielen als Ducking bezeichnet. Eigentlich ist es aber kein wirkliches Ducking, sondern eben eine Sidechain-Kompression. Was echtes Ducking ist, hören wir später in diesem Themenblock. Mit echtem Ducking lässt sich diese Problemstellung noch besser lösen. Im nächsten Beispiel komprimiere ich einen Bass in Abhängigkeit einer Bassdrum. In diesem Fall mache ich dies nicht in erster Linie, um der Maskierung entgegenzuwirken, sondern um einen Groove zu erzeugen. So klingt die Bassline ohne Kompressor. Komprimieren wir sie nun in Abhängigkeit der Bassdrum. Dadurch, dass der Bass immer etwas leiser wird, wenn die Bassdrum kommt, wird das Klangbild nicht nur transparenter, sondern die Bassline bekommt auch einen eigenen Groove. Wir hören zunächst noch einmal die unkomprimierte Bassline, dann schalte ich den Kompressor ein. Nun stelle ich die Ratio, den Threshold und die Release ein, um den Effekt zu veranschaulichen. Vergleichen wir noch einmal die Bassline mit und ohne Kompressor. Auch beim nächsten Beispiel erzeugen wir einen Rhythmus mit dem Kompressor. Ein Flächensound wird in Abhängigkeit der Bassdrum komprimiert. Wieder dasselbe Spiel. Erst hören wir die unkomprimierte Fläche, dann schalte ich den Kompressor ein, schraube ein bisschen an den Parametern und am Schluss schalte ich noch einmal zwischen bearbeitetem und unbearbeitetem Signal hin und her, um den Unterschied zu zeigen. Thank you.
Für solche Anwendungen ist es natürlich immer gut, die Zeitparameter an das Tempo anzugleichen. Hierfür ist folgende Formel nützlich. Die Dauer einer Viertelnote in Millisekunden entspricht 60.000 durch das Tempo in BPM. Eine Achtelnote ist entsprechend halb so lang und so weiter. Diese Formel kann man sich im Kopf herleiten, wenn man die Bedeutung von Beats per Minute versteht. Für die, die nicht gern rechnen, gibt es auch Widgets, kleine Rechner und wahrscheinlich auch iPhone-Apps, die solche Sachen ausrechnen können. Fahren wir mit dem nächsten Beispiel fort. Nun komprimieren wir wieder einen Bass in Abhängigkeit der Bassdrum. Diesmal geht es uns aber nicht darum, einen Groove zu erzeugen, sondern wir wollen der Maskierung entgegenwirken. Wir wollen verhindern, dass die Bassdrum im Mix vom Bass verdeckt wird. Sie soll sich besser durchsetzen. Die erste Wahl, um ein solches Problem zu lösen, ist normalerweise nicht die Sidechain-Compression, sondern der Equalizer. Man versucht mit dem Equalizer, die beiden Instrumente so hinzutrimmen, dass sie sich nicht gegenseitig verdecken. Wir versuchen es aber jetzt einmal mit einer Sidechain-Compression. Wir hören nun einen Rockbass und ein Rockschlagzeug. Immer wenn die Bassdrum kommt, überschlägt sich der Gesamteindruck vom Bass. Es ist dann insgesamt einfach zu viel Bass da und es wummert immer kurz, wenn die Bassdrum da ist. Nun komprimieren wir den Bass in Abhängigkeit der Bassdrum. Wir werden gleich sehen, dass die Gain Reduction immer dann ausschlägt, wenn die Bassdrum kommt. Das Gesamtbild wird gleich viel sauberer. Ich spiele einmal vor, wie der Bass klingt, wenn wir die Drums muten. Pumpt eigentlich ganz schön herum. Wir haben jetzt auch eine sehr extreme Einstellung. Im Gesamteindruck fällt es aber gar nicht so auf. Was ist eine Multi-Knee-Kompression? Bei einer Multi-Knee-Kompression werden mehrere Kompressoren in Serie geschaltet. Die erste hat die geringste Ratio und den tiefsten Threshold, der nächste eine höhere Ratio und einen höheren Threshold und so weiter. Dadurch entsteht eine sehr runde und weiche Kennlinie und die Kompression wird sehr unauffällig. Eine Multi-Knee-Kompression bastelt man sich im Normalfall, wie gesagt, selbst, indem man mehrere Kompressoren in Serie schaltet. Es gibt hierfür aber auch eigene Plugins. Was ist eine Multiband-Kompression? Eine weitere Sonderform der Kompression ist die Multiband-Kompression. Multiband-Kompressoren sind im Normalfall digital. In ihnen wird ein Signal in mehrere, meist drei oder fünf Frequenzbereiche aufgeteilt, jeder Frequenzbereich wird einzeln komprimiert und das Signal wird wieder zusammengeführt. Dies hat den Vorteil, dass man die unterschiedlichen Frequenzbereiche unabhängig voneinander bearbeiten kann. Meist soll der Bassbereich stärker komprimiert werden als die Höhen. Auch machen unterschiedliche Zeitparameter für die unterschiedlichen Frequenzbereiche Sinn. Durch die Vielzahl an Parametern wird aber auch das Einstellen recht schwierig. Multiband-Kompressoren werden im Normalfall in der Stereosumme verwendet. Mehr über Multiband-Kompressoren hören wir im Themenblock Mastering. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Jede Bauform eines Kompressors hat bestimmte klangliche Merkmale. VCAs sind sehr rein und genau, Röhren sind ungenauer, rauschen stärker und haben einen gewissen warmen Eigenklang. Optische Kompressoren sind langsam und haben eine besondere Kennlinie. Für eine Multi-Knee-Kompression schaltet man mehrere Kompressoren in Serie, wobei Ratio und Threshold immer höher werden. Multiband-Kompressoren sind Effektgeräte, die das Signal in mehrere Frequenzbereiche aufteilen, diese einzeln komprimieren und die Signale dann wieder zusammenführen. Wenn man ein Stereosignal komprimiert, so müssen beide Kanäle immer genau gleich behandelt werden, ansonsten kommt es zu Panoramaverschiebungen. In einer Software muss man sich darum meist nicht kümmern. Bei Hardware muss man jedoch darauf achten, dass im Kompressor der Linkschalter betätigt wird. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.